Torino, die Stadt des guten Geschmacks und Heimat von Juventus. Wieder steigen tausende Fans in Busse, Flugzeuge, Autos und Züge ein, um diese verdammte Reise mitzuerleben. In Madrid waren wir lange auf Augenhöhe und gegen Prag fehlte das Glück. Jetzt ist es Zeit zu zeigen, dass wir nicht nur dabei sein wollen, sondern auch mitmischen werden. Denn wir spielen Champions League, verdammte Scheiße. Hey. Questo blocco mi ha fatto così, non toccare me la mia famiglia. Sto tranquillo che fumo vaniglia, corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, giovane, giovane. Live aus Turin. Aus Turin, ich hätte fast gesagt Madrid, aber wir sind in Turin und wir haben 1-0 gewonnen. Wir kommen gerade aus dem Stadion, es war abartig, oder? 10 Jahre älter geworden in dem Stadion. Ja, und Stimmen verloren. Stimmen verloren. Für die nächsten 10 Jahre. Leben verloren, Geld verloren, alles. Dieser Mann hat es geschafft, tatsächlich sich in den Juve-Block zu sneaken. Ja. Mit seinem Import aus Thailand. Ja, genau. Die haben alle gedacht, das ist ein Juve-Shirt, bis sie gemerkt haben, beim ersten 1-0, das keins war, da haben wir halt gejubelt haben, zu zweit. Ja, bloß jetzt nicht auch Deutsch reden. Dann sind wir hochgeflogen. Beim ersten 1-0 sind wir hochgeflogen. Und dann ist der Abpfiffer worden, dann sind wir overall gefeindet worden. Ich würde sagen, es war einfach genial. Also von der ersten bis zur letzten Sekunde, es war ja alles dabei. Juve ungeschlagen. Also eigentlich ja. Hatte man gar nicht so wirklich die große Hoffnung. Man war extrem überrascht, finde ich, wie der VfB das Spiel von Anfang an angegangen ist. Man hat die ganze Zeit gemerkt, es geht was. Hatte so ein bisschen die Realangst, dass dann im Endeffekt auch ja, das Spiel wieder kippt. Dann der Elfmeter. Das hat so ein bisschen energetisch den Stecker gezogen. Einfach auch, was da im Stadion los war. Total. Also wie sie es gefeiert haben, zelebriert haben. Aber dann einfach die schönste Geschichte von allen. Und El Bilal Touré macht's. Wir sind hier einfach mal durch die Stadt gelaufen. Da habe ich dich getroffen. Wir haben uns gesehen und direkt verliebt. Verliebt, würde ich fast sagen. Und jetzt stehen wir hier vom Kebabladen, warten auf Dennis Undav, würde ich sagen. Der letztes Mal in Madrid ja nicht raus durfte, wie ich gerade erfahren habe. Das habe ich auch gesehen, in der VfB-Intimfolge. Ja. Hat ja. Sebo die Fans verboten. Also ich würde sagen, alle Spieler müssen eigentlich hier mal eine Ehrenrunde drehen, weil sie haben sich's verdient. Noch mal Elfmeter, ich meine, Welt zerbrochen. Da war's so mieterig. Ich habe mich gefreut, dass Enzo schießt, weil Enzo ist eigentlich gut, der Nachschuss in Wolfsburg. Aber Enzo, der Nachschuss war, aber Enzo ist eigentlich ein Knipser, der hat einen Lauf. Ich dachte, okay, der. Ich habe, als Jamie Leveling da stand, der war jetzt direkt am Elfmeterpunkt. Und das war für mich so ein geiles Zeichen. Ich dachte, okay, er macht's einfach. Ja. Weil er hat schon gewartet so und da war die Entscheidung ja noch gar nicht durch. Ich dachte, okay, da kam die Entschlossenheit, dann kam Enzo Mio. Und ich meine, wir sind jetzt ja in Europa das Team, glaube ich, ne? Wir haben ja 2 Elfmeter im Nachschuss verwandelt, ja. Waren damit führend. Das gab es so in Europa jetzt nicht. Ja, VfB überall 1, selbst bei nachgeschossenen Elfmetern. Genau, aber jetzt, der war ja dann gar nichts, muss man sagen. Aber wie gesagt, wie die Mannschaft aufgefangen hat, wie sie die Mannschaft kompensiert hat. Aber es war natürlich schon sehr, sehr bitter, weil ich dann das Gefühl hatte, das Momentum war halt komplett da. Dieses Stadion hat ja gebrannt. Und hat Demirovic unten auf raus, weil wir es gar nicht haben. Kein Stürmer mehr, der Spielpraxis hat mehr. Und dann kommt er! Und dann kommt der Elbi. Ja. Und dann kommt der Elbi. Aber noch viel geiler war es in dem Moment, als dann tatsächlich El Bilal dieses Ding da reinwämst. Und mir sind wirklich die Sackhaare ausgefallen in dem Moment, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe mein T-Shirt weggeworfen, mir war alles egal, ich bin durch den Block geflogen, ich habe jeden umarmt, nichts mehr gesehen. Es war gigantisch, die Stimmung war wirklich, unfassbar. Ich habe mit Freunden, die haben mir geschrieben, die haben es bei DAZN geschaut, die haben geschrieben, es ist ein Heimspiel für den VfB. Ja, das und so hat es sich auch für uns so angefühlt. So hat es auch angefühlt, also von Juve kam nichts außer 2-3 Mal Juve und Pfeifen, wenn wir die beleidigt haben. Das war's, mehr ging nicht. Wir sind so viele!
wir fahren morgen früh mit dem Auto heim. Ich muss morgen Abend so 1860 gegen Osnabrück. ohne Scheiß. Also, wir sind gespannt, ob er es hinkriegt. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Ein, das war okay, oder? Hat ein bisschen länger gedauert, aber an sich war das okay. Dass wir die Schuhe ausziehen mussten, war auch was Neues. Ja, die Schuhe, ja. Was Neues. Tatsächlich habe ich 2-3 Leute gesehen, die Schuhe nicht wieder angezogen haben. Ja, ja, auch. Neben mir beim Torjubel ist ein Schuh durch den Block geflogen. Ja, da war nur noch ein Schuh da, aber ja. Bist du mit dem Bus gefahren? Wir sind mit dem Bus gefahren, mit den letzten Bussen, glaube ich, tatsächlich. Ja, ich auch. Und es hat, ich sag mal, gerochen wie in der Umkleidekabine im Fitnessstudio. Genau, genau. Ich habe mich tatsächlich auch gefühlt wie nach dem Fitnessstudio. Ich ging am Haus, die Session beendet. Ich war durchgeschwitzt. Aber es war gigantisch. Es war wirklich ein... Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Belgrad zu fahren oder nach Bratislava, wir können es empfehlen. Macht Auswärtsfahrten mit dem VfB, Champions League. Das ist nochmal eine ganz andere Verbundenheit, wenn man in der Stadt Wahnsinn. Ist, man die Leute trifft und Wahnsinn. Alle Menschen dahin zum Stadion laufen. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben Juve die erste Niederlage der Saison zugefügt und ja. wir müssen nicht über das Tor streiten. Das nee. Ist doch einfach ein total ehrenhaftes Gefühl, hier signifikant in Weiß zu stehen. In Weiß. Also ich muss sagen, Urbi et Orbi ist ganz präsent, gerade wenn ich mich anschaue. Herausragend. Wir werden vielleicht morgen, nachdem wir in Stuttgart angekommen sind, nochmal einen kurzen Recap liefern. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Schauen wir mal. Oder Notte. Oder Notte. Wie man hier sagt, adios. Also, bis dann. Ciao. Ey, ti sto blocco mi ha fatto così. Non toccare me la mia famiglia.